Ja, guten Abend, Ingo. Ja, guten Abend, lieber Ralf. Na, wir sprechen hier mit Ingo Oepen, den kennen wir ja alle von Oepen Motors Automobilsport. Und wir haben ja in der Gruppe mal gefragt, über welches Thema wir mal quatschen sollten. Und da waren die meisten Leute für das Thema Doppelveranstaltung, die jetzt am nächsten Wochenende am Ring stattfindet. Ingo, erstmal würde ich aber sagen, was ist bei euch jetzt so los? Bei dir im Team? Fahrt ihr? Fahrt ihr nicht? Ja, das ist im Moment aktuell ein bisschen schwierig. Also wir fahren am Wochenende nicht. Ich wäre gern gefahren, aber die Terminplanung unserer Fahrer fällt leider nicht auf die Termine. Wir sind am Plan, dass wir zu VLN 4, also am 1.8. wieder am Start sind. Dazu zuerst mal zu unserem Plan. Ich hätte gern am Wochenende gefahren, aber leider fahrertechnisch nicht möglich an dem Wochenende. Also bleiben wir am Wochenende weg. Ja, ist aber schade, ne? Dann da fehlt ja was, sage ich jetzt mal, ne? Ja, kleines Team, kleine Mannschaft, muss man gucken, dass man das auch umgesetzt kriegt. Wenn man nicht umgesetzt kriegt, dann muss man auch mal damit zurechtkommen, auch wenn es weh tut, das Auto stehen zu lassen. Ja, klar. Dann jetzt mal, warte mal, bist du noch da? Ich bin da, ja. Ja, okay. Die Doppelveranstaltung jetzt am kommenden Wochenende. Da hat Ja. sich die NLS ja was Riesiges vorgenommen, ne? Ob das alles jetzt so hinhaut, da die ja jetzt auch die Boxen wieder für die Top-Teams aufgemacht haben, meint ihr nicht, dass da so ein Riesenchaos dann entsteht? Also nach meinen Informationen her muss es leider so laufen, weil, oder was heißt leider, Gott sei Dank sind die Starterzahlen zu der ersten Veranstaltung so hochgegangen, dass die jetzt sagen, wir tun die SP9 Autos, also die GT3s und SPX Autos in die Box, um in dem provisorischen Fahrerlager mehr Luft zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die das umsetzen wollen. Ja, also ich habe jetzt gehört, selbst die SP9 Autos, die müssen auch durch die erste Box durch und durch das provisorische Fahrerlager durch. Auf jeden Fall. Die müssen auf Ja. jeden Fall denselben Weg fahren wie alle anderen auch. Also das bleibt wie bei NLS 1 auch. Schon allein wegen den Boxenstandzeiten, da kriegst du sonst nicht hin. Ja. Also da bleibt alles so, außer dass die großen Autos, sage ich jetzt mal, in der Box stehen. Aber da, selbst da ist ja auch schon gesagt worden, wie viele Leute in der Box arbeiten dürfen. Also das ist genau wieder, die Personenzahl ist genauso eingeschränkt, als wenn die draußen stehen würden. Ja. Nur, dass im Fahrerlager halt was mehr Platz kriegst, haben die das jetzt so gelöst, weil das provisorische Fahrerlager ist für 145 Autos ausgelegt und die Zahlen sind wohl da drüber. Darum die Entscheidung, wieder ein paar Autos in die Box zu tun. Also mir macht jetzt so ein bisschen Sorgen die Tankerei, ne? Weil die Top-Teams sind ja jetzt dann in der Boxenstraße, ne? Wo die ja dann halten. Ja. Und jetzt kommt eine andere Klasse und aus dem provisorischen Fahrerlager wieder in die Box rein wollen, tanken. Nicht, dass da immer irgendwie was versperrt wird oder so. Sehe ich eher weniger ein Problem, weil auch die großen Autos ja die komplette Weg zurücklegen an der Box sind. Sehe ich kein Problem drin. Wirklich nicht. Aber Also die Wartezeit an den Boxen ist ja länger, das stimmt, weil sie den Service ja nicht im Fahrerlager machen, ne? ja, Also in die eben. provisorischen. Muss man abwarten. Ich würde mal sagen, so aus meiner Sicht gibt das keine Probleme. Aktuell. Natürlich nach dem Wochenende wird man da mehr sehen. Das größere Problem wird kommen. Es gibt ja auch Autos, die nur Samstag fahren und nicht Sonntag und andersrum. Ja? Also das heißt, es muss mal von Samstag auf Sonntag nochmal im Fahrerlager ein Wechsel passieren. Ja.
Da ist natürlich die große Frage, wie die das umsetzen wollen. Ja, klar. Da bin ich mal gespannt. Aber ich denke mal, die Teilnehmerzahl, die spricht ja eigentlich für sich, ne? Ja, wir müssen mal sehen. Es gab auch vor der ersten Veranstaltung Autos, die gesagt haben, wir kommen nicht. Ja. Und die wird es auch jetzt geben. Und es wird auch Autos geben, die das ganze Jahr nicht kommen. Ne? Also jetzt das Restjahr, was wir noch haben. Weil die das einfach so haben möchten, wie es ist. Oder die auch sagen, wissen wir ja selber, ohne Fans fahren wir nicht. Ne? Also da kann man, es haben viele Teams verschiedene Hintergründe. Ne? Bei uns ist der Hintergrund dahinter, wir haben Sponsoren, wo wir abliefern müssen. Beliefern wir jetzt nicht die Sponsoren, kriegen wir nächstes Jahr kein Geld und können wir wahrscheinlich nächstes Jahr nicht fahren. Darum müssen wir halt auch ohne, leider ohne Fans zurechtkommen. Ne? Ja. Aber ich denke mal so, das hat sich jetzt ein bisschen, ja, was heißt, ist ja erst der erste Lauf gewesen. Aber ich denke mal, es hat ja mit den Fans, ich habe da wirklich riesen Befürchtungen gehabt, dass das in die Hose geht. Aber die Fans haben sich ja wirklich dran gehalten. Nur, es ist ja wirklich komisch, dass man immer wirbt, kommt an die Strecke, guckt es euch live an und jetzt ist eben mal das Gegenteil und man sagt, hey, bleibt zu Hause, guckt es am Fernsehen. Ist ja für alle Beteiligten nicht gerade Also ich muss was da, Besonderes jetzt, ne? ja, ich muss da mal zu sagen, es ist einfach so, wenn wir uns alle, Teilnehmer, Fans, die Herz zum Motorsport haben, wenn wir uns da jetzt nicht dran halten, dann wird da der Deckel drauf gemacht und ist für uns alle Ende. Also muss sich jetzt jeder eine Faust in die Tasche machen, ja, und sagen, ja. Dann gucke ich mir das zu Hause an. Ich sag mal, am Samstag muss ich an meinem Auto was machen, da werde ich wahrscheinlich nicht so viel gucken. Aber am Sonntagmorgen setze ich mich zu Hause an den Fernseher, Livestream an und gucke den ganzen Tag Fernsehen. Ja? Ja, ich habe Mein letztens. Herz schlägt da oben. Ich Ja, könnte mich klar. auf meinen Roller setzen und durch den Wald fahren und alles gucken. Mache ich aber nicht. Ich setze mich zu Hause an den Fernseher. Auch wenn ich ja ganz nah am Ring dran bin. Ne? So. Klar, ne, weil jetzt NLS 1, ich habe auch hier von morgens bis nachmittags gesessen und habe dann noch die Ergebnislisten fertig gemacht, wie die reingekommen sind. Oder wie die öffentlich gemacht worden sind. Aber ich sagte mal ganz ehrlich, ich konnte dann am Abend, da war ich fertig. Ne? Erstens mal mit meinem Rücken immer sitzen. Aber es hat trotz allem Spaß gemacht. Ne? Es war ja so, sie fahren wieder, tut sich was und dann geht es auch jetzt irgendwie weiter. Ne? Also Und die ich. Doppelveranstaltung jetzt ist natürlich für alle Teams. Na, also die jetzt, ich sage jetzt mal, für beide Tage gemeldet haben, ist das ja eine riesen Herausforderung. Das hat ja noch nie jeden. Ne? Also ich sag mal, zwei Sachen möchte ich jetzt noch erwähnen. Einmal die Fanseite noch. Es gibt da so eine Truppe, die stehen immer im Brünnchen, die haben so einen Jägermeister-Wohnwagen. Ich weiß nicht, ob Ja, du. das ist unser Mitglied Thomas Lüttke. So, genau, ich wollte gerade sagen, Thomas Ne? Und Vornamen der, genau, und und der die, General. Der Brünni und genau die haben das Ding, glaube ich, zu Hause aufgebaut, den Wohnwagen da, und haben den Fernseher angemacht und haben sich da ein paar Freunde eingeladen, was möglich ist, und haben das, was sie normal zelebrieren, im Brünnchen halt, ich sag mal, zu Hause gemacht. Ja, die Ideen waren ja da. Ne? Klar ist es schöner, im Brünnchen am Zaun zu stehen, aber die Not macht erfinderisch, fand ich super geil. Ne? Also die war haben auch das. klasse. So, das ist das andere, was ich noch zu der Doppelveranstaltung sagen möchte. Ja, war noch nie da. Ich habe aber schon eine Sorge, ja, weil da Autos gemeldet sind, die eigentlich nur zum 24-Stunden-Rennen kommen, habe ich die Sorge, dass die das als Ersatz für das 24-Stunden-Rennen nehmen, dieses große Wochenende, sage ich mal, und dann vielleicht, also das ist nur meine Vermutung, beim 24-Stunden-Rennen wegbleiben. Also das ist die negative Seite, die ich jetzt an dem großen Wochenende habe. Ja. Oder meine Sorge. Ne? Muss man mal gucken, wie das verläuft. Dieses Jahr ist ja nichts normal. Ne? Nee, leider nicht. Aber
dass, ich muss da auch so sagen, das Nicht-Normale hat schöne Seiten. Also es gibt viele Sachen, die ich so als Teilnehmer gerne weiter so hätte. Ne? Das sind zwar ablauftechnische Sachen, da hat ein Fan nichts von, aber es gibt halt Sachen, die ich da gern übernommen hätte. Und so ja, eine auch ein Fahrerlager, ne? Ja, erstens das Fahrerlager finde ich super gut. Mein aktueller Stammfahrer, sag ich mal, der findet das Fahrerlager super gut, darum wollte der auch unbedingt fahren. Ja, weil der sagt... Ne? Ja, genau. Darum sind wir auch eigentlich gefahren, weil der gesagt hat, ich kann die Enge manchmal in der Box, finde ich doof, ich finde schön, dass wir jetzt unter freiem Himmel mal sitzen. So, das waren seine Worte dazu. Klar ist es natürlich scheiße, wenn es regnet oder schlechtes Wetter ist, dann ist es nicht mehr so toll, aber grundsätzlich ist das ja gut angekommen. So, die Doppelveranstaltung hat noch was Gutes. Man muss sich ja auch vorstellen, da kommen Teams, die reisen aus Umbukto an. Ich sage jetzt mal aus München. Ja, gibt es ja Autos, die kommen aus München. So, die reisen einmal an und können zweimal fahren. Ja, da kann man sich für die Zukunft überlegen, vielleicht macht man das nächstes Jahr auch mal so. Ja, da hat man mal zwei Veranstaltungen, also vier Veranstaltungen an einem Wochenende, also zwei Veranstaltungen an einem Wochenende und das im Jahr zweimal macht. Die haben ja auch Anreise gespart. Ne? Muss man ja, sich ja, mal überlegen. Ne? Also es sind so ein paar Sachen, die das natürlich positiv und natürlich negativ machen. Ne? Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Durch diese Situation jetzt, wo wir ja alle drin stecken, da kommen ja auch jede Menge neue Ideen auf. Da hätte man dich, ich sag jetzt mal, vor einem halben Jahr eine Zwangsjacke gesteckt, oder? Und hätte gesagt immer, was ist hier los? Habt ihr sie nicht mehr alle? Und jetzt sind solche Ideen auf einmal machbar und werden dann auch umgesetzt. Na, wer hätte mal gedacht, dass so eine, selbst damals beim Umbau, na, das war ja schon eine riesen Herausforderung. Und aber jetzt die Situation, die ist ja, das ist ja der helle Wahnsinn. Ne? Und ich glaube, auch jeder Fan hat sich mal zu Hause hingesetzt und hat gedacht, sind die da total beim Hammer am Drehen? Wie wollen die das umsetzen? Und ich finde jetzt so gut, es ist umgesetzt worden, es hat super geklappt und die Räder rollen wieder und das ist der Anfang. Also ich muss mal ganz klar sagen, ich hatte auch meine Zweifel, wie das jeder hatte. Aber diese Ruhe, die in diesen Boxenstops und Tankvorgängen da abgelaufen sind, die wird es, wenn wir alle wieder in der Box sind, nicht mehr geben. Da wird die Hektik wiederkommen, die Klopperei, wer kommt wann rein und so. Das war alles weg. Ja? Es war keine Hektik da, keine Klopperei unter Teams, ich komme jetzt und du musst weg und du musst hier lang. Gab es nicht. Ja. Und vielleicht sagt man mal, im Sommer machen wir das mal draußen. so Motorsport nach alter Schule, wie früher, ja, unter freiem Himmel. Wäre vielleicht ja nicht so verkehrt, ne? Ja, man muss ja schon sagen, dass auch wenn man sagt, das ist eine Breitensportserie, was ich natürlich auch noch so sehe, aber der Kommerz ist schon sehr hoch. Und der Kommerz war einfach jetzt mal raus, ne? Klar, Fans lieben das, da durchzulaufen, um mal ein Fähnchen, um mal einen Luftballon da zu kriegen. Ne? Was natürlich leider jetzt nicht möglich war, aber so ein bisschen abbremsen mal, das finde ich ganz gut. Also mir hat das auch gefehlt, Ingo. Ne? Also, ja, na, gibt nichts Schöneres. Na, also, das ist ja jetzt auch nicht nur in Anführungsstrichen das Rennen, sondern den ganze Drum und Dran, ne, der da einfach beigehört. Ne, du kennst mich selber, ich bin ja da, ne, vielleicht auch extremer wie viele andere. Mir tut das dann auch weh, dann hier zu sitzen. Ich hätte wieso nicht gekonnt, ne, wegen gewissen Krankheiten. Aber
Ich bin auch froh, wenn die Fans wieder zugelassen werden. Aber wir müssen das jetzt einfach abwarten. Ne? Das bringt alles nichts. Da Spekulationen und Nein. es könnte, ich würde auch jetzt nie behaupten, das 24-Stunden-Rennen findet statt oder nicht statt. Das sind noch 2 Monate oder fast 3. Da muss man einfach abwarten, ne? Weil ich denke mal, auch die NLS selber oder die VLN, ne, als Dachverband, die können das auch alles nur von Tag zu Tag entscheiden, ne? Also ich sag mal so, am liebsten die würden die von heute auf morgen all die Fans wiederholen. Gar keine Ja, Frage. Geht klar. Ne? ja auch irgendwo um Geld und das zu finanzieren, was wir alle wollen. Ne? Du weißt selber, es gibt nichts Schöneres, wie freitagsnachmittags durch das Fahrerlager zu laufen und bei deinen Freunden in der Box einen Kaffee zu trinken, ein bisschen zu quatschen. Ne? Und du machst das ja selber gern. Und Ja. es gibt einfach nichts Schöneres. Ne, Ja, wenn man da eben. begeistert von ist. Und das muss halt wieder zurückkommen. Es wird ja auch schon von geredet, aber in welcher Form und wann, kann ja keiner sagen. Ne? Vielleicht Ja. sagen sie auch, wir fangen an mit 300 Fans in der Box, im Fahrerlager, was natürlich ungerecht wäre. Oder wir fangen an, teilweise Tribünen aufzumachen, mit Abstandsregeln, was auch immer. Ne? Da gibt's, nur da muss alles umgesetzt werden. Und das kostet Personal, Zeit und viel Fingerspitzengefühl. Ne? Naja, Klar, aber jeder wir sagt. werden sehen, na, wie das jetzt alles weitergeht. Auf jeden Fall wird die fahren, RCN ist sie fahren, GLP ist sie fahren, hat alles gut geklappt. Und ich denke mal, die sind da alle auf einem super Weg, ne? Also was so mein Wunschdenken noch ist, da werden mich auch wieder ein paar für erschlagen, vielleicht von meinen Mitstreitern, Teamkollegen und was auch immer so alles am Ring rumfleucht. Aber wenn man sich jetzt mal so ein Wochenende, zwei Tagesveranstaltungen da vorstellt, wäre mal meine Idee zum Beispiel, samstags läuft GLP, RCN und sonntags die VLN in einem Wochenendprogramm, ja. So, und dann sind alle Fans dabei und jeder hat was von den Fans. Die Fans haben auch was mehr. Da könnte ich mir schon vorstellen. Nur das Problem ist halt, dass halt VLN-Autos in der RCN fahren und RCN-Autos in der VLN. Ne? Ja, Ingo, da sagst du ja jetzt aber ganz ehrlich, da sehe ich aber noch andere Probleme. Na, dann, also ich sag mal ganz ehrlich, da kommen Stimmen, die höre ich jetzt schon. Da fängt Ja. das nämlich an mit den Parkgebühren. Ne? Samstags muss ich da bezahlen, sonntags bei der RCN brauche ich da nicht bezahlen, die stehen noch da. Also ich glaube, das ist heikel. Das stimmt. Das war ja jetzt auch Nicht nur nur mal. jetzt wegen den Parkgebühren, ne? Sondern auch wegen dem Zelten und was weiß ich, was alles so abläuft. Das ist schon, aber ich denke mal, man hat das jetzt während Corona geschafft, irgendwas auf die Beine zu stellen, wo niemals einer dran gedacht hat, dann würde man sowas auch hinkriegen. Das war ja jetzt nur mal mein Gedanke, Ja, ne? In klar, alles gut. Umsetzung. Also ich muss sagen, ich habe mit dem, ich sage das jetzt aber namentlich mit dem Christian Stefani, der Geschäftsführer der VLNVV GmbH, glaube ich, heißt das, da habe ich persönlich gesprochen. Du weißt, ich bin ja ein offener Mensch in sowas und rede gern auch persönlich mit so Leuten. Und der war auch sehr dankbar, dass er von einem kleinen Team mal so ein paar Ideen gesagt kriegt und das war schon ganz gut, ne? Mal so Ja, Ideen klar. weiterzugeben, ne? Also ich muss sagen, der Christian Stefani, jetzt von meiner Seite noch mal ganz kurz, möchte ich mich mal, wenn er sich dieses Video anhört, auch noch mal bedanken. Der hat mir nämlich das Logo zur Verfügung gestellt, bei uns in der Gruppe. Ist ja auch nicht selbstverständlich, aber daran kann man schon mal sehen, wie fannah dieser Mann ist. Ja, der ist sehr nah. Der ist sehr nah. Na? Und ich denke mal, der hat genauso oder ich denke mal noch viel mehr schlaflose Nächte gehabt wie manch anderer. Und
die Erleichterung bei dem, die wird jetzt natürlich auch riesengroß sein und nach dem kommenden Wochenende vielleicht noch viel größer. Aber die sind auf dem Weg, besser kann man es nicht machen. Und die Teilnehmerzahl, die ja gestern jetzt da durchgesickert ist, ich weiß auch nicht woher, weil die Starterliste kommt ja wie immer morgen erst, ne? Ja, ich kann dir das sagen, ich kann da auch offen mit umgehen. Die Teilnehmer der VLN, da gibt es einen E-Mail-Verteiler, wo der Christian oder der Michael Borg oder der Herr Schlüter schon mal reinschreibt, was so aktuell abläuft. Und der Christian Stefani hat eine E-Mail geschrieben gestern an alle Teilnehmer, dass die Starter, dass die Autos wieder in die Box müssen, die großen Autos, weil die Starterzahl über 145 Autos ist. Mehr wissen wir auch nicht. Ja? So. Und das ist dann durchgesickert. Du weißt ja, wie das geht. Einer sagt dem anderen was und dann ist es bei Facebook und dann weiß es. Ist ja auch nichts Schlimmes dran, ist ja auch kein Geheimnis. Ich gehe davon aus, dass da morgen etwas über 5 steht. Also über 150 Autos. Ja, denke ich auch mal. Gehe schwer von aus. Also wir sind schon auf dem Weg der Starterzahlen wieder. So im Durchschnitt war das ja immer so zwischen 140 und 160 Autos die vergangenen Jahre. Ja. Und ich behaupte, wir sind da ganz schnell wieder da. An der Richtung. Ne? Gut, Ingo. Ne? Ich denke mal, wir belassen das jetzt hier mal bei. Genau. Wir haben ja zu dem Thema, denke ich mal, viel gesagt oder einfach nur sagen können, was jetzt da schon raus ist. Das war ja nur jetzt noch nicht so viel. Und man muss jetzt einfach abwarten, wie die Veranstaltung abläuft. Und dann, ich denke mal, wir wünschen dann allen viel, viel Spaß Samstag, Sonntag zu Hause auf der Couch. Ne? Also Oder kommt nicht auf die Idee, mit der Couch zum Ring zu fahren. in der Garage oder im Garten mit dem Grill oder in der Richtig, Badewanne genau. oder was auch Schächtelchen immer. Bier dabei, Grillwurst oder ein Kotelett und dann läuft das. Also bei mir wird das so aussehen: Samstag per Ringradio in der Halle und Sonntag Füße hoch und ja, Ja, Der beste Ausblick hat natürlich meine liebe Freundin, die für einen renommierten Autohersteller, ich möchte jetzt hier keine Marke sagen, in der Loge arbeiten muss. Ja, die hat es natürlich am besten von uns allen. klar. Ich Aber weiß gut. ja, wo das ist. Ja, Ja, genau. Ah, nee, du weißt es nicht. Du weißt es nicht. au, Ist dann hat sie was Neues. nicht die Marke, die sie sonst betreut. Ah, ja, gut, aber. Da quatscht man nochmal Auge in Auge drüber. Genau. Na Gut, gut, Ingo. ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Immer schön Livestream gucken, das lohnt sich auch. Die Jungs machen das ja auch nicht schlecht, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Ja, klar. Wunderbar. Also, das ist ja schon Hut ab. Und ich war vor ein paar Tagen noch so, war ich selber in dem neuen Studio, was die da gebaut haben, bei dem Michael Pathé, war ich da mal kurz, weil ich beruflich auch da war. Und da haben die schon eine Hütte hingesetzt und die haben das jetzt im Griff. Ja. Klar, es fehlen noch ein paar Bilder von der Nordschleife, aber ich glaube, das kommt in den nächsten 2 Jahren, wird sich da auch noch was tun. Ja, gehen wir mal von aus. Genau. Na Ingo, gut. vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Kein Problem. Gerne. Na, für Ring total normal, muss man ja auch jetzt mal erwähnen. Genau. Und ich denke mal, wir hören uns dann nächste Woche nochmal. Genau, dann werden wir das Thema, glaube ich, mal nochmal, unsere Impressionen, die wir dann gesammelt haben über das Wochenende, können wir ja dann nochmal thematisieren. Gut, alles klar. Ich danke Gut. dir, Ingo. Macht's gut. Tschö. Jo, ciao.